Unter der Schnittstellenabdeckung der Testo 870 befindet sich der USB-Anschluss. Mit Hilfe dieser Schnittstelle kann die Kamera mit einem PC verbunden werden, um Wärmebilder zu übertragen bzw. den Akku aufzuladen. Das Aufladen erfolgt entweder über den PC oder über das Netzteil. Die Testo 870 verfügt über einen großen internen Speicher für 2000 Bilder.